Am 18. November letzten Jahres kontaktierte eine Pilotin der British Airways beim Flug von Kanada nach London die irische Flugsicherung und erkundigte sich, ob gerade militärische Übungen abgehalten würden. Denn ein unbekanntes Flugobjekt sei neben ihrem Flugzeug aufgetaucht, bevor es dann mit einer sehr hohen Geschwindigkeit wieder verschwunden sei. Die irische Flugsicherung verneinte dies. Gleichzeitig meldeten sich weitere Piloten. Auch sie hatten ähnliche Objekte beobachtet. Anscheinend einer ähnlichen Flugbahn folgend, und zwar mit, so die Piloten, astronomischen Geschwindigkeiten. Ein Bericht unter vielen, welcher mehr zu sein scheint als nur eine Einbildung eines beliebigen Internet-Users. Vielleicht lohnt sich daher tatsächlich die Frage, ob Aliens vielleicht längst hier sind und uns aus ihren Shuttles heraus beobachten. Was ist dran an UFOs? Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Ähnlich wie bei der letzten Folge zum Fermi-Paradoxon wird es auch hier wieder Stimmen geben, die fragen, warum wir uns denn mit UFOs beschäftigen. Wir sind doch sonst so wissenschaftlich. Dies aber bedarf einiger Qualifizierung. Zunächst mal kann man sich so ziemlich jedem Thema wissenschaftlich nähern. Zum anderen werden UFO-Beobachtungen oft fälschlich bestimmten Personengruppen zugeordnet. Meist geht man von Menschen mit geringerem IQ, mit teils gar pathologischen Erscheinungen aus. Dies wurde allerdings in mehrfachen Studien widerlegt. UFO-Sichtungen, die treten quer durch alle Bevölkerungsgruppen auf. Ein einziger statistisch relevanter Faktor besteht darin, dass UFO-Sichtungen häufiger im nichtstädtischen Bereich auftreten. Und das ist etwas, was sich allein schon durch Beobachtungsbedingungen erklären ließe. Im letzten Jahr wurde eine anonyme Befragung von Astronomen vorgenommen und auch in dieser Personengruppe gaben 5% an, UFOs gesichtet zu haben. Ein Prozentsatz, der sich nicht von den Sichtungen der Gesamtbevölkerung unterscheidet. Mehr noch, der Glaube an die Existenz von außerirdischem Leben allgemein und UFOs im Besonderen findet sich eher bei den intellektuelleren Zeitgenossen. Also was genau sind UFOs? Im alltäglichen Sprachgebrauch verstehen wir darunter fast immer Raumschiffe von extraterrestrischen Besuchern. Präziser natürlich werden sie mit ihrer eigentlichen Bezeichnung Unidentified Flying Objects, nicht identifizierte Flugobjekte, erfasst. Um sich von der alltagssprachlichen Verwendung abzugrenzen, benutzen daher Wissenschaftler, die sich mit UFO-Phänomenen beschäftigen, gern den alternativen Begriff UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, nicht identifiziertes Luftphänomen. Und Sichtungen oder vermeintliche Sichtungen solcher Phänomene, die gibt es viele. Bereits vor dem 19. Jahrhundert wurden eine Reihe vermerkt, etwa in Nürnberg 1561 oder in Basel 5 Jahre später. Viel zitiert ist auch ein Vermerk aus einer japanischen Chronik von 1231. Der Shogun Kuji Yoritsune lagerte mit seiner Armee am 24. September. In der Nacht erschienen merkwürdige Lichter am Himmel. Diese schienen in Kreisen hin und her zu schwingen und konnten bis zum frühen Morgen beobachtet werden. Yoritsune ordnete eine vollständige wissenschaftliche Untersuchung der Sichtung an, mit dem Ergebnis, der Wind müsse die Sterne hin und her bewegt haben. Solche historischen Vermerke bieten uns allerdings wenig. Sie sind begrenzt in ihrer Aussagekraft und Detailfülle. Interessanter sind ohne Zweifel UFO-Beobachtungen ab dem 20. Jahrhundert. Teils traten diese in Wellen auf, so etwa in den 1950ern in den USA, 1989 bis 90 in Belgien und 2008 in Texas. Die Phänomene, die konnten fast immer natürlich oder anthropogen erklärt werden. Typische Gründe für Fehlsichtungen waren Planeten wie etwa die Venus, Ballons, Leuchtgeschosse des Militärs, Lentikularwolken, Kugelblitze, Meteore und natürlich immer beliebt die ISS. Allerdings verblieb immer eine gewisse Zahl von Sichtungen, die zwar glaubwürdig waren, allerdings nicht erklärt werden konnten. Die Zahlen schwanken hier zwischen 5-20% aller Beobachtungen. Grund genug für diverse Regierungen, staatliche oder unabhängige Arbeitsgruppen zu bilden, die sich mit dem UFO bzw. dem UAP-Phänomen beschäftigten. Beispielhaft seien hier der Condon Report der Universität von Colorado sowie das von der US Air Force durchgeführte Project Blue Book genannt.
Beide Studien allerdings kamen zum Ergebnis, dass sich eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem UFO-Phänomen nicht lohnt, weil sie uninteressant sei. Sie wurden daher eingestellt. Anders etwa in Frankreich, die dort 1977 von staatlicher Seite gegründete Gruppe GAPAN arbeitet noch immer und sieht das Potenzial für revolutionäre wissenschaftliche Entdeckungen. Der ebenfalls französische Cometa-Report von 1999, der aus dem Umfeld des Militärs stammt, aber privat finanziert wurde, sieht gar die Existenz von UAPs als quasi bewiesen an und favorisiert die extraterrestrische Hypothese zur Erklärung. Kann man so einem Bericht folgen und damit das Fermi-Paradoxon zu den Akten legen? Schwierig. Occam's Razor zwingt uns zunächst erst einmal zum Verneinen. Occam's Razor ist ein philosophisches Prinzip, welches auf einen englischen Franziskaner des 14. Jahrhunderts, William von Ockham, zurückgeht. Er argumentierte, dass von zwei Lösungen für ein Problem sehr wahrscheinlich diejenige die richtige ist, welche weniger Annahmen verlangt, kurz die einfachere. Wollen wir eine unerklärte Erscheinung am Himmel natürlich auflösen? Dann suchen wir nach astronomischen Phänomenen, wie etwa einem Meteor oder bei Sichtungen von Einzelbeobachtern, möglicherweise nach psychologischen oder soziologischen Erklärungen. Stellen wir aber außerirdisch in den Raum, dann unterstellen wir automatisch eine Vielzahl von teils abenteuerlichen Annahmen. Es gibt außerirdische Intelligenz, diese verfügt über interstellare Reisefähigkeit. Sie sind hier, aber sie wollen keinen wirklichen Kontakt. Sie verfügen über weitreichende Tarntechnologie und so weiter. Ein in der Stratosphäre verglühendes Stückchen Staub oder ein Wetterballon wirkt da tatsächlich realistischer. Aber wie bei den vermeintlich prähistorischen Besuchern der Erde gilt auch hier, dass aktuell keine Falsifizierung, keine Widerlegung der Hypothese möglich ist. Persönlich frage ich mich gern, was uns denn die UFO-Sichtungen der letzten 100 Jahre über diese spekulativen Besucher verraten würden. Sie würden bereits geraume Zeit beobachten, wenn wir auch nur den Bruchteil 1% aller Sichtungen mit Aliens erklären würden. Sie sind hier, lassen sich allerdings im Weltraum nicht beobachten. Ein interstellares Schiff allerdings sollte an sich über das halbe EM-Spektrum hinweg deutlich sichtbar sein. Zwar gibt es auch potenzielle Sichtungen im All, diese wenigen aber werden überzeugend falsifiziert, wie es zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Foto der Soho-Sonde geschah, welche eine frappiert raumschiffähnliche Struktur neben der Sonne fotografiert zu haben schien. Letztlich aber entpuppte sich auch dieses vermeintliche Raumschiff nur als Artefakt kosmischer Strahlung. Unsere Außerirdischen verfügen weiter über eine quasi perfekte Tarnung, sowohl im Radar als auch im visuellen Bereich. Wir können sie nicht orten und nicht sehen, bis dann die Tarnung aus ungeklärten Gründen plötzlich versagt und sie kurzfristig sichtbar werden. Um dann wieder teils spektakuläre und scheinbar physikalisch unmögliche Flugmanöver auszuführen. Es fällt mir, und ich betone nochmal die subjektive Sicht hier, schwer, mir eine interstellare Zivilisation vorzustellen, die so auftreten würde. Sollten wir die interessanten, nicht erklärbaren Sichtungen dennoch wissenschaftlich untersuchen? Natürlich. Es spricht wenig dagegen und möglicherweise warten lohnende Erkenntnisse auf uns, auch wenn wir keine fremde Zivilisation entdecken. Wir hoffen, auch unsere Beschäftigung mit den scheinbar esoterischeren Ideen rund um das Fermi-Paradoxon hat euch gefallen. Schreibt uns unbedingt eure Meinung als Kommentar. Wir bleiben auch in der nächsten Folge noch in dieser Kategorie und werden dann fragen, ob wir möglicherweise selbst die Aliens sind. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert Raumzeit und teilt unser Video. Unser besonderer Dank gilt unserem galaktischen Overlord Rico Wittke. Wir sagen wie immer, danke fürs Zuschauen und 42.